Batman kommt ins Multiverse und warum war Morpheus nicht in Matrix 4? Ho, ho, ho und hallo zur letzten Flips-News des Jahres. Die Themen der Woche. Auf dem Nil, da wird gemeuchelt. Was taugt Matrix 4? Wikinger hauen sich. Sonic verarscht Cyberpunk. Doctor Strange wird böse. Uncharted mit neuem Trailer. Und Boba Fett traurig über Verschiebung. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians. Drago, Mario Reinecker, Ignore Me One, Ronson 182, Black Shadow, Deconny, Martin Lorenz, Swafnirson, Nanoska, Dark System, Tony Bart, Daniel Schuh, Der Twaslöper, JFK Faker, T-Unit CB, Black Hand Touch und Luca Kamens. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Flips-Supporter werden ist ganz einfach, auf Patreon oder PayPal. Wenn jeder Abonnent uns nur 1 Euro spenden würde, wäre Flips fürs ganze Jahr finanziert. Es ist Weihnachten und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch etwas schenkt. Zum Beispiel ein Abo auf unserem Instagram-Kanal, damit ihr alle News und Memes jede Woche mitbekommt. Aber um einen besonderen Anreiz zu geben, verlosen wir bis zum Ende des Jahres ein gigantisches Paket mit Goodies. Da packen wir alles Mögliche rein. Da packen wir schönes Merch rein. Da packen wir ein Original Deadpool Unicorn rein. Außerdem gibt es von Quentin Tarantino Kill Bill 1 und 2, Sin City obendrauf noch dazu. Außerdem nochmal Pulp Fiction in der schönen Edition. Und für Star Trek Fans, die mit dem aktuellen Star Trek nicht so zufrieden sind, gibt es die 4K-Version, das heißt die remasterten, wirklich super geil aussehenden Star Trek, die Originalserie in 4K. Die packen wir da rein. Und weil das noch immer nicht reicht, gibt es auch noch die ersten 4 Filme auch in 4K. Und das alles kommt in unser großes Überraschungspaket rein und wir verlosen das unter allen, die sich bis Ende des Jahres unter unseren Abonnenten befinden. Also lasst ein Abo da. Vielleicht habt ihr ja dann schon bald ein großes Überraschungspaket von Flips bei euch zu Hause. Hercule Poirot feierte mit Mord im Orient Express ja eine überraschende Rückkehr in Form von Kenneth Branaghs Neuverfilmung des Agatha Christie Klassikers. Letzte Woche kam der Trailer zum Sequel, der Tod auf dem Nil erneut in Szene setzt und einmal mehr mit Starbesetzung glänzt. Wenn auch mit Stars, die seit dem Dreh eher für negative Schlagzeilen gesorgt haben, wie Letitia Wright und Armie Hammer. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Der Film selbst sieht wieder aus wie der Vorgänger, also sehr opulente Kostüme, Stars über Stars und sehr fake digital aussehende Landschaften, die den Background für Poirots Ermittlungen abgeben. Ich schaue mir dann vielleicht doch nochmal die Version mit Peter Ustinov vorher an. Was meint ihr dazu? Seid ihr gespannt auf Tod auf dem Nil? Lasst es uns wissen. Die Matrix ist zurück. Seit letzten Donnerstag können neue und alte Fans zurückkehren in die Welt von Neo, Trinity und Co., wenn Lana Wachowski wieder mit virtuellen Welten und dem Kampf gegen übermächtige Maschinen spielt. Wir haben uns den Film letzte Woche schon angesehen und waren gespalten, denn einerseits ist er gerade in den ersten 40 Minuten super smart und extrem meta. Er spielt mit dem Konzept des Films, den Schwierigkeiten eines verspäteten Sequels und thematisiert sogar einige der problematischen Fans, die die Matrix-Filme über die Jahre angezogen haben und Wachowskis Werk zu etwas umgedeutet haben, was sie nie beabsichtigt hat. Es ist also ein Film, der versucht, sich die Deutungshoheit über die Matrix-Filme zurückzuholen, ihn quasi den Fans zu entreißen und selbst weiterzuerzählen. Das macht er stellenweise wirklich gut, verliert aber immer dann, wenn aus der Reflexion dann doch oft nur eine Wiederholung der alten Action und bekannter Momente wird. Klar, es ist wirklich super, Keanu und Carrie-Anne Moss wieder als Neo und Trinity zu sehen. Jaja Abdul-Mateen II. Macht einen super Job als neuer Morpheus, der ja eingeführt wird, weil der Original-Morpheus im Game Matrix Online gekillt wurde und das leider als Kanon geht, also deswegen konnte Lawrence Fishburne nicht wieder zurückgeholt werden. Simpler ist da schon Jonathan Groff, der ein okayer Ersatz für Hugo Weavings Agent Smith ist. Weaving hatte einfach zum Dreh keine Zeit. Neil Patrick Harris ist super als Psychiater und Jessica Henwick als neue Figur Bugs ist ebenfalls klasse. Es gibt viele schöne Momente im Film, aber eben auch einige Schwächen, die oft die Action betreffen, die sehr zerstückelt und weniger cool inszeniert wirkt als früher. Mehr John Wick, Staccato-Schnitt als die eleganten Martial Arts Fights, die Teil 1 so besonders machten. Matrix Resurrections macht eben oft auch klar, was in den letzten 20 Jahren verloren ging im Action-Kino und wie sehr vieles heute aussieht, als wäre es designt dafür am Tablet oder TV statt auf der großen Leinwand geguckt zu werden, während nebenbei immer noch Messages aufploppen. Die Kritik und die Zuschauer sind wohlwollend, aber nicht euphorisch und unterm Strich bleibt ein Film, der die Nostalgie clever bedient, am Ende aber doch etwas am eigenen Anspruch scheitert. Sehenswert für Fans ist er dennoch und bekommt von mir deswegen auch 6,5 von 10 Punkten. Wäre der ganze Film so gut wie der Anfang, wäre es schon deutlich mehr. Habt ihr ihn schon gesehen? Sagt uns, wie euch Matrix Resurrections gefällt. Ihr steht auf ungewaschene Leute mit schlechter Laune? Dann müsst ihr vielleicht demnächst nicht mehr U-Bahn fahren, sondern bekommt im Kino einen Film für euch und der heißt The Northman.
Man und erzählt mal wieder eine Rache-Story im Wikinger-Milieu. Dort muss ein junger Thronfolger mit ansehen, wie sein Vater umgebracht wird und verbringt dann den Rest seines Lebens mit Racheplänen und ja, in schlechter Laune. Das alles mit imposanter Starbesetzung. Dabei sind Alexander Skarsgård, Björk, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke und Bill Skarsgård. Regie führt Robert Eggers, der kleine Wonneproppen, der uns schon The Witch und The Lighthouse gebracht hat. Das heißt, imposante Bilder, wortkarge Menschen und drastische Momente. In den USA startet der Film im April, bei uns ist der Termin noch nicht festgelegt, aber alle Freunde martialischer Murmelunterhaltung sollten sich The Northman schon mal vormerken. Gastauftritte haben Konjunktur und Michael Keaton entdeckt mit 70 nochmal den Spaß am Superheldenfilm, nachdem er in seiner Rolle in Birdman ja die Oberflächlichkeit der Hollywood-Blockbuster und sein eigenes Image als Ex-Batman vorgeführt hat, schmeißt er sich ja seit Spider-Man wieder mit Werf in das geschmähte Genre. Wir werden ihn nicht nur in Morbius als Vulture wiedersehen, auch in seiner alten Heimat DC fühlt er sich wohl. Dass er im kommenden The Flash-Film, der ähnlich wie No Way Home mit Multiverse-Elementen spielt, seine alte Batman-Rolle wieder aufnehmen wird, das ist ja schon länger bekannt. Diese Woche berichtete The Wrap jetzt, dass er als Batman auch im kommenden Batgirl-Film auftreten wird, den Warner gerade in Vorproduktion hat. Was natürlich ähnliche Fragen aufwirft wie bei Marvel. Welche Veränderung bringt der The Flash-Film mit sich, wenn anscheinend danach ein Batman aus einem anderen Universum Teil der Batgirl-Welt wird? Oder spielt Batgirl in Batmans Universum und der Barry Allen des bisherigen DCU kommt dort nur zu Besuch hin? Oder kommt er gar nicht vor? Oder ist es ein völliger Standalone-Film? Bezeichnend ist ja, dass der Film, in dem Leslie Grace Batgirl spielt und der mit der CW Batwoman-Serie nichts zu tun hat, trotz prominenter Verstärkung direkt für HBO Max produziert wird, also nicht fürs Kino. Interessant, dass Keaton, der 1992 zuletzt als Batman zu sehen war in Batman Returns, jetzt gleich zweimal hintereinander wieder das Cape des Dark Knight anziehen wird und hoffen wir mal, dass er das mit dem gleichen Enthusiasmus macht wie die Marvel-Stars, die in No Way Home ihre alten Rollen nochmal neu aufleben ließ. Im nächsten November, wenn The Flash rauskommt, wissen wir da mehr und verstehen vielleicht auch, welche Rolle Old Bat spielt, wenn Barbara Gordon als Batgirl auf Verbrecherjagd gehen wird. Vorher kommt aber natürlich noch Matt Reeves, The Batman, der keinerlei Verbindung zum DC Multiverse haben soll, wenn Robert Pattinson im März nächsten Jahres als dunkler Ritter ermittelt. Dessen Produzent Dylan Clark betonte aber nochmal, dass sie völlig ihr eigenes Ding machen, was ja derzeit auch das Spannende an DC ist, dass man nie weiß, was einen erwartet, weil sie sich den Luxus gönnen, dass nicht jeder Film auf dem anderen aufbauen muss und dadurch viel Varianz möglich ist. Für uns wird es dann aber auch spannend zu sehen, wo wir in Deutschland Batgirl gucken können. Habt ihr Lust auf ein Wiedersehen mit Keaton? Sagt es uns in den Kommentaren. Alle, die schon Spider-Man No Way Home geschaut haben, kannten ihn ja schon, den Trailer zu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Der wird ja anstelle einer zweiten Post-Credit-Scene gezeigt. Seit letztem Mittwoch durften sich auch alle anderen über den Trailer freuen, der einen ersten Vorgeschmack auf das gibt, was uns im Mai 2022 erwarten wird. Es beginnt mit Wongs Warnung aus No Way Home, dass Strange den Zauberspruch lassen soll, was offenbar noch andere Auswirkungen hatte als die, die wir in Spider-Man gesehen haben. Und wir hören Mordors Stimme, den Freund, der zum Schurken wurde, im ersten Doctor Strange Film und den Chiwetel Ejiofor gespielt hat. Er verkündet, dass Strange Entweihung der Realität nicht ungestraft bleiben darf, was sich auf No Way Home beziehen könnte, aber vielleicht meint er auch etwas ganz anderes. Wir sehen Strange in der Spiegeldimension von New York und hören ihn sagen, es war der einzige Weg. Und auch da liegt es nahe zu vermuten, dass er die Ereignisse aus Infinity War meint, aber das könnte alles eine große Täuschung von Marvel sein. Strange sagt, er wollte nie, dass das passiert, nichts davon. Generell deutet der Trailer vieles an, ohne es konkret zu benennen, wie zum Beispiel die Hochzeitssequenz oder mehrere Auftritte von American Chavez, die in ihrem Sternkostüm zu sehen ist. Es gibt auch den ersten Blick auf diesen Defender, Strange mit Stirnband aus diesem Toy League, den wir neulich schon hatten, ehe wir dann wohl eine der wichtigsten Figuren wieder treffen, Wanda, die sich anscheinend irgendwo auf einer Plantage oder sowas zurückgezogen hat. Sie glaubt, er will mit ihr über die Vorkommnisse in WandaVision sprechen, aber er meint nur, wir brauchen deine Hilfe. Wer ist wir eigentlich, um uns dann plötzlich in ein zersplittertes Universum zu werfen, das irgendwie auch an das Ende von Loki erinnert? Dann bekommen wir jede Menge Bilder um die Ohren gehauen und den ersten richtigen Blick auf Shuma-Gorath. Doch wenn wir Mordus Oftex Erklärung glauben sollen, ist das nicht der wirkliche Gegner des Films, denn er erklärt, die größte Bedrohung des Universums bist du. Und dann wird der böse Dr. Strange gezeigt, der sehr an den Strange Supreme aus What If erinnert. Und es wird angedeutet, dass es zum Clash der Doktoren kommt. Die Frage der Fans ist jetzt natürlich, was bedeutet das alles? Wird Spidey im Film irgendwie vorkommen? Erinnert sich Strange an ihn? Was ist mit der Agnes, deren eigene Spin-Off-Show ja auch ansteht? Und connectet das Multiverse dieses Films zu dem aus Spider-Man No Way Home und den Realitäten dort? Was sind eure Theorien dazu? Lasst es uns wissen. Natürlich müssen wir aber auch den Gewinner des Jahres erwähnen und das ist natürlich fraglos No Way Home. Bis Mittwoch hat der Film weltweit schon knappe 780 Millionen eingespielt, davon alleine 365 in den USA. Ein riesiger Erfolg, vor allem wenn man bedenkt, dass er das nach nicht mal einer Woche erreicht hat
und ohne den größten Kinomarkt der Welt. Denn auch Spider-Man No Way Home hat keinen Starttermin in China bisher. Und in Japan und Thailand startet er erst im Januar. Laut The Numbers ist er schon jetzt der erfolgreichste Film des Jahres in den USA. Vor Shang-Chi, Venom 2, Black Widow, F9, Eternals und James Bond. Weltweit ist er auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Vor ihm sind nur zwei chinesische Filme. Hinter ihm der letzte Bond-Film F9 und die anderen Blockbuster des Jahres. Und in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist er nach einer Woche immerhin schon auf Platz 99. Da dürfen wir aber wohl erwarten, dass er noch deutlich steigen wird in den kommenden Wochen. Und jetzt hat er aber, was Starts angeht, Avengers Infinity War hinter sich gelassen. Also Disney Marvel muss sich Sony Marvel geschlagen geben und hofft jetzt vermutlich, dass der Hype des Films sich auf den kommenden Doctor Strange-Film übertragen wird, der ja ebenfalls mit dem Multiverse spielt. Wenn ihr Bock auf eine ausführliche Review zu Spider-Man habt, die neue Folge von Die Männer außer 3 ist jetzt raus und dort habe ich mit Dean genau diskutiert, was den Film gut macht. Also genau das Richtige zum Anhören. Klickt euch mal rein, der Link ist unten in der Beschreibung. Vor Doctor Strange spekuliert aber wohl noch jemand anderes auf den Hype durch Spideys Erfolg und das ist natürlich der Star des Films, Tom Holland, der kaum aus dem Multiverse entkommen ist und schon im Februar wieder ins Abenteuer stürzen darf als Nathan Drake in Uncharted. Der neueste Trailer kam letzte Woche raus und zeigt zum Glück diesmal etwas mehr als nachgestellte Cutscenes der Games und verspricht tatsächlich gute Abenteuerunterhaltung. Holland geht völlig in Ordnung als junger Nate und auch die Action-Set-Pieces und die quippigen Dialoge fühlen sich schon sehr nach Uncharted an, wie wir es aus den Games kennen. Schwachpunkt bleibt für mich weiterhin Marky Mark Wahlberg, dem ich den Sully einfach nicht abnehme, selbst wenn er am Ende dann einen Schnauzbart hat. Er hat einfach eine völlig andere Dynamik mit Holland als der Sully der Games. Trotzdem freue ich mich sehr auf den Film, denn die fliegenden Piratenschiffe, die machen doch schon mal wirklich Lust auf mehr. Habt ihr auch Bock drauf? Sagt es uns in den Kommentaren. Serien. Nächste Woche Mittwoch startet The Book of Boba Fett, die von Fans heiß erwartete neue Star Wars Serie, die die Wartezeit auf Mandalorian Staffel 3 versüßen soll, mit dem bekannten Helmäumel, der Jabbas Gangster-Imperium übernimmt. Die Serie spielt übrigens 5 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, wird aber Rückblenden in die Zeit dazwischen enthalten. Fans sind gespannt, doch die Stars sind wohl schon jetzt etwas enttäuscht, denn eigentlich sollte die Show am 4. Januar mit einer großen Red Carpet-Premiere in Hollywood gefeiert werden. Doch daraus wird nichts, denn die Infektionswelle ruiniert auch in den USA schon wieder alle Pläne und sorgt dafür, dass der Red Carpet jetzt auf den 8. Februar verschoben werden musste. Einen Tag bevor die 7. und finale Folge von Boba Fetts Buch ausgestrahlt wird. Eigentlich war geplant, dass die Gäste die 1. und 2. Folge gemeinsam schauen sollten. Jetzt ist unklar, ob nur das Finale gezeigt wird oder ob Lucasfilm sich was einfallen lässt und vielleicht schon erste Bilder einer der kommenden Shows zeigen wird. Vielleicht gibt's dann ja schon was von Andor oder Obi-Wan zu sehen. Wie gespannt seid ihr auf die neue Serie und wie zufrieden wart ihr mit dem weihnachtlichen Finale von Hawkeye letzte Woche? Bartz hat die Show ja schon zu seiner Lieblings-Marvel-Serie erklärt und auch ich fand sie zum Schluss deutlich besser, als ich gedacht habe. Und wie fandet ihr die sehr spezielle Post-Credit-Scene? Sagt es uns da unten. HBO Max will durchstarten im kommenden Jahr, wenn sie auch in einigen europäischen Ländern loslegen, auch wenn Deutschland, UK, Österreich und Schweiz noch weiter warten müssen. Trotzdem ist der Brand-Trailer für 2022 auch für uns interessant, denn etliche der dort beworbenen Shows und Filme werden wohl auch bei uns zu sehen sein. Am spannendsten ist wohl ein kurzer Blick auf die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon, die uns Matt Smith mit wallendem Haar zeigt. Darüber hinaus auch jede Menge neue Staffeln von liebgewonnenen Serien, auf die wir uns natürlich auch sehr freuen. Staffel 2 von Euphoria mit der großartigen Zendaya und Staffel 3 von His Dark Materials, auf die wir ebenfalls schon extrem hinfiebern, weil wir wissen wollen, wie es ausgeht mit Lyra, Will und der zwielichtigen Miss Coulter und natürlich Westworld Staffel 3. Gleichzeitig kommen neue Serien wie das aufwendige Kostümdrama The Gilded Age, das goldene Zeitalter und The Time Traveler's Wife. Und auch Serien, die exklusiv nur auf HBO Max laufen, wie Peacemaker von James Gunn, die zweite Staffel der aufwendigen Ridley Scott Sci-Fi Show Raised by Wolves, das Harry Potter Jubiläum Special, das neue Gossip Girls, die neue Pretty Little Liars Spin-Off Show Sins und eine Show, die wir leicht misstrauisch beäugen. Die animierte Kremlin-Serie Secret of the Mogwai, deren erste Bilder etwas, gewöhnungsbedürftig ausschauen. Bald wird es wohl ganze Einzeltrailer dazu geben. Wir halten euch auf dem Laufenden, was serienmäßig so auf euch zukommt aus dem Hause Warner und HBO Max. Vieles davon findet sich hierzulande sicher wieder bei Sky. Es ist jetzt rund ein Jahr her, seit Cyberpunk 2077 vom heiß erwartetsten Game des Jahres zu einem der spektakulärsten Flops ever wurde, der so verbuggt released wurde, dass Sony ihn erstmal für ein halbes Jahr aus dem Shop verbannte und der Aktienkurs von CD Projekt Red in den Keller rauschte. Zeit sich also zu fragen, wie dieses hochgradig unfertige Spiel ein Jahr später aussieht
Und die Antwort ist immer noch ein Mixed Bag. Das Next-Gen-Update lässt weiterhin auf sich warten und soll jetzt im ersten Quartal von 2022 kommen, wie auch alle anderen Updates und die Next-Gen-Version von Witcher 3. Letzteres soll zwischen April und Juni erscheinen und bessere Grafiken und Elemente der Netflix-Serie enthalten. Wann genau die Cyberpunk-Updates und weitere DLC-Elemente kommen, ist nicht klar. Ein Teil waren ja mit dem 1.3-Update im August veröffentlicht worden, ja auch viele der bekannten Bugs behob. CG Projekt Red kämpft nebenbei immer noch gegen Klagen von Käufern und der Aktionäre, die alles andere als happy über den vergeigten Release sind. Laut The Verge haben sie jetzt aber kurz vor Ende des Jahres einen außergerichtlichen Vergleich erreicht, bei dem eine Sammelklage gegen sie durch die Zahlung von 1,85 Millionen eingestellt wird. Vergleichsweise günstig, wenn man weiß, dass über 30 Millionen als Strafe im Raum standen. Und ob die Macher so richtig dazugelernt haben, das ist unklar. In einem Livestream hatte ein Cyberpunk-Quest-Designer ja auf die Frage, warum die KI der Gegner so erbärmlich sei, geantwortet, dass es ja keineswegs normal sei für Open World Games, dass Gegner den Spieler zum Beispiel verfolgen würden. Es gäbe ja auch nicht überall Verfolgungsjagden mit der Polizei. Das gäbe es ja nur in wenigen Games wie GTA und Watch Dogs, aber Spiele wie Elden Ring oder Sonic hätten sowas ja nicht. Was ihm viel Spott einbrachte, unter anderem von dem Macher des neuen Open World Sonic Games, die ein Photoshop-Bild von Sonics Augen zeigen, in dem sich ein Polizeiwagen spiegelt, garniert mit dem Spruch: Habt ihr unseren Trailer überhaupt angeguckt? Fakt ist aber auch, dass der Quest-Designer auch zugab, dass die Cyberpunk-Macher die AI für die Jagden nicht hinbekommen haben und man sich deswegen entschloss, die Polizei dort immer erscheinen zu lassen, wo der Spieler gerade ist. Ob das mit dem Next-Gen-Update behoben wird, ist immer noch nicht sicher. Wir sind allerdings sehr gespannt auf das erste Quartal und ob CD Projekt Red ein Comeback schafft, wie es den Machern von anderen Games wie zum Beispiel No Man's Sky gelungen ist. Drückt ihr ihnen die Daumen oder ist das Game für euch eh schon erledigt? Lasst es uns wissen. Ach ja, und für alle Halo-Fans gab es letzte Woche noch ein kleines Goodie zwischen den Spielsitzungen. Sean Boo, den ihr sicher durch seinen Kurzfilm Darth Maul Apprentice kennt und der auch bei Julian Bams Netflix-Serie Regie geführt hat, hat einen Halo-Film gedreht. A Hero's Journey heißt der und der fängt wirklich ziemlich gut das Halo-Feeling ein und was es bedeutet, in der legendären Rüstung zu stecken und zu kämpfen. Es ist ziemlich beeindruckend, was Sean und sein ganzes Team da wirklich innerhalb kürzester Zeit abgeliefert haben. Und wenn es euch gefällt, gebt euch auch mal das Making-of von Halo A Hero's Journey. Das sind die letzten Flips-News in 2021 und wie immer in der letzten Sendung des Jahres bedanken wir uns nochmal herzlich bei allen Mitgliedern der Flips-Family, die ihr jetzt hier seht. Diese coolen Leute unterstützen Flips monatlich auf Patreon, ob Timelords, Junior Guardians, Patroni, Guardians oder Padawans. Ohne euch wären wir nicht über das Jahr gekommen und wir zählen auf euch, damit wir 2022 weiter flipsen können. Danke euch allen und wenn du jetzt auch dazu gehören möchtest, dann werde jetzt per Klick auf Patreon zum Teil der Flips Family. Danke natürlich an alle coolen Leute, die uns per PayPal oder Thank You Button ein Dankeschön rübergeschickt und Flips mit ermöglicht haben. Ja und danke an alle, die das jetzt vielleicht gerade noch machen und danke an alle, die bis hierher geschaut haben. Wir wünschen euch allen einen schönen zweiten Weihnachtstag, einen guten Rutsch und alles Liebe. Bleibt gesund, wir sehen uns in 2022 wieder. Bis dahin läuft. Oh, oh, nee, ist zu spät, oder? Peng.